kam in die Stadt zurück. Den Auftrag fing er an zu vollbringen, aber gelingen soll ihm damit sein eigenes Glück. Es ist schon eine fremde und seltsame Welt, wie ihr seht. Hallo bei Pop. Wir sind heute zu Gast und zwar bei einem der letzten verkannten Genies des ausgehenden 23. Jahrhunderts, Moritz Rrr, Maler und Kopf der Band Der Plan. Moritz bastelt ja gerne und leistet also mit diesem Atelier einen Beitrag zum merkwürdiger Wohnen. Wir werden es uns hier jetzt also gemütlich machen und ihr könnt im Index sehen, was wir sonst noch zu bieten haben. Diese Woche in Pop? Die Gründungsväter der NDW wollen's nochmal wissen. Der Plan auf Tour durch deutsche Lande. Auch dabei Andreas Dorau. Fried hat Ärger mit der Unsterblichkeit. Unverbraucht und jugendlich zeigt sich Joe Cocker im heutigen VHS-Tipp. Fast so wichtig wie die erste Liebe, die erste Platte. Wonach griff Nina Hagen zuerst? Die Sisters of Mercy kramen in der Vergangenheit. Natürlich nur für einen guten Zweck. Kim Wilde, das ewige Fräulein-Wunder, wird flügge. Ade, Familie, hallo, Amerika. Lenny Kravitz zieht sich seiner eigenen Rivalen Keziah Jones, tritt zum Vergleich an. Und das Blind Date. Auch in dieser Woche gibt's was zu gewinnen. Der Plan. Der Plan ist also ein Trio aus Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen und war seinerzeit mitschuldig im Entstehen der neuen deutschen Welle, dann aber doch etwas zu intelligent, um auf ihr mitreiten zu können. Der Plan hat eigentlich immer musikalisch und ästhetisch eine gewisse neue surreale Niedlichkeit propagiert mit einem Hang zum Köpfchen. Ja, war also gewissermaßen immer schon die Avantgarde der Avantgarde oder benahm sich zumindest so. Unter dem Motto »Wir werden wieder gebraucht« starten sie nun zusammen mit ihren Labelkollegen Andreas Dorau und dem Techno-Klassiker aus dem Hause Art Attack, dem Pyrolator, zu einer regelrechten Welttournee. Folgt uns also in das Reich der kleinen Blumenmädchen und der gefährlichen Clowns. Aufbruchstimmung im Hause Art Attack, denn seit Ende letzter Woche rollt ein Tourpaket der etwas anderen Art durch deutsche Lande. Wir werden wieder gebraucht, sagten sich nämlich drei Bands, die schon vor mehr als 10 Jahren zu den Vorflutern der neuen deutschen Welle gehörten. Doch wir sind schon längst fort. Vorne steht eine Ampel, halt an, sie leuchtet grün. Also unsere Show ist erstmal so konzipiert, dass wir mit 3 Bands unterwegs sind. 3 Bands werden auftreten und zusätzlich werden Filme gezeigt. Auf diese Weise kann man ein Höchstmaß an Abwechslung erzielen und daran liegt uns eigentlich. Es beginnt Pyrolator mit einem mehr technisch orientierten Auftritt. Dann kommt der Film von Andreas Dorau, Schlag dein Tier. Dann kommt die Show von Andreas Dorau und seiner neuen Band, die wahrscheinlich musikalisch so vielleicht für viele am interessantesten sein dürfte, will ich mal bescheiden sagen. Und dann kommt eben der Plan als letztes, der aber nochmal einen Auftritt macht, der in sich gegliedert ist. Da möchte ich aber jetzt noch nicht so viel drüber sagen. Na, wir schon. Denn wenn der Plan sich auf eine Bühne begibt, dann kommt dabei einfach mehr raus als bloß ein Konzert. Seit 1979 bürgen die Namen Moritz Reichelt, Kurt Dahlke und Frank Fenstermacher für Bühnenunterhaltung. Mit wilden Kostümen, bunten, selbstgemachten Instrumenten, Diaprojektionen und derlei Tamtam bekommt das Auge im Übermaß, was dem Ohr bei der planerischen Minimalmusik vielleicht abgeht. Wir hoffen, dass die Musik auch so ihren Teil dazu beiträgt. Wenn man auf die Bühne geht, dann hat man einfach die Bühne als Medium oder Instrument zur Verfügung. Das haben wir immer versucht auszunutzen, also nicht unbeachtet zu lassen. Das liegt natürlich auch ein bisschen daran, an unserer personellen Besetzung, weil wir nicht ausgesprochene Musiker sind, sondern ich glaube, uns eher als Künstler verstehen. In jedem Ding ist ein Schall, durch welchen man in Zellen schaut, das von Ferne rüberwandt, unser Schwein ist gebaut. Oh.
auch einfach darin, dass wir jetzt nicht eine Musikergruppe sind, die einfach in den Proberaum geht und zusammen übt, sondern wir sind eine Gruppe von Leuten, die ganz verschiedene Sachen machen. Moritz Mahl zum Beispiel, ich mache ein Studio. Wir haben zusammen, betreiben wir ein Independent-Plattenlabel, wir haben einen eigenen Musikverlag, wir machen Filme. Also da kommt so viel zusammen jeden Tag, dass man, wenn man sich nur auf Musik konzentrieren würde, wäre das nur ein ganz kleiner Teil davon. Ja, und so hat bei der Plan jeder seinen eigenen richtigen Beruf. Frank ist Organisator des Atatak-Labels, Kurt ist Produzent und Moritz ein mittlerweile hochdotierter Maler. Er macht auch das gesamte Artwork des Plans, die Bühnendeko genauso wie die Plattencover. Das ist unsere erste LP. Damals haben wir noch reprotechnisch abenteuerlich gearbeitet. Also hier habe ich mit Lettra Z den Planschriftzug geschrieben, an die Wand gepinnt. Dann haben wir das Motiv drauf projiziert mit dem Dia und dann hier nochmal diesen Schriftzug extra drauf projiziert, das Ganze abfotografiert und fertig war das Cover. Auf der Rückseite sind wir zu sehen, in Badehandtüchern und Bettlaken bekleidet, mit Masken. Das war unsere zweite LP, das ist einfach nur ein Gemälde von mir. Verwendet. So viel Kultur und Kunst, wird man da nicht zwangsläufig zum Geheimtipp? Ich könnte mir vorstellen, dass da mehr rauszuholen ist, aber andererseits finde ich es vernünftiger, jedes Ding zu seiner Zeit und aufgrund irgendwie vernünftigen Wachstums, also so zu erreichen, als halt so ein Shootingstar für kurze Zeit zu sein. Ich glaube, man kann das auch damit erklären. Es gibt in der Kultur eine Bewegung, die nenne ich jetzt mal die Horizontale. Und in der Horizontale ist das so, wenn ein berühmter amerikanischer Megastar eine Platte macht, dann erscheint die gleichzeitig überall auf der Welt. Und gleichzeitig hängt überall das Plakat und die läuft überall im Radio und es sind überall die Anzeigen. Das ist so die Horizontale. Es geht einmal und da ist die Horizontale oben. Wir arbeiten mehr in der Vertikalen. Das heißt, wenn ich in Land komme oder wenn wir irgendwo anders Konzerte machen, dann gibt's irgendwo doch immer noch ein paar Fans. Schenk mir einen Computer, Hilfe für die ganze Familie, Liebling. Nimm die Rüst und Spirale, tanz den Gummitwist. Kann ich morgen nicht mehr leben ohne Personalcomputer? Kann ich meine Blume nicht mehr ohne den Computer gießen? Kann ich keine Suppe kochen ohne LCD-Display? Und wenn ich meine Socken wasche, brauche ich ein Interface. Wollen die Russen uns vernichten oder sind die Amis schuld? Von allen Dingen. Obwohl die Hochzeiten der etwas anderen deutschen Musik schon länger vorbei sind und man heute bestenfalls einem Westernhagen oder Grönemeyer huldigt, hat der Plan sich eine feste Fangemeinde erhalten, auch jenseits des Kanals. Ein englischer Journalist widmete den Düsseldorfern unlängst einen Artikel und ernannte sie zu Cargo-Kultisten. Cargo-Kult ist an sich diese Geschichte, dass jemand früher aus einem Flugzeug so eine Cola-Flasche über so einem eingeborenen Gebiet fallen ließ, aus dem Flugzeug, so die vorher noch nie was von weißen Menschen mitbekommen haben und die haben das dann so als Kultobjekt verehrt und haben da so ein Altar draus gebaut und was weiß ich, das nannte man Cargo-Kult, also so aus einem gefundenen Teil aus einer anderen Kultur. Es ist schön, schön zu sein. Als eine Art kulturelle Botschafter führte die letzte große Tournee den Plan sogar nach Japan. Und da wurden sie begeistert aufgenommen. Das Trio fühlte sich sogar besser verstanden als in den eigenen Breitengraden. So eine ganz lustige Geschichte dazu. Wir sind zum Beispiel als riesige Kakteen verkleidet in die Innenstadt gegangen, um ein Video zu drehen und haben unerwartet. Man geht uns eher aus dem Wege, wie das in Deutschland halt so ist, wenn jemand mit einer Kamera kommt und da gehen drei Kakteen durch die Straße. Und da war das genau umgekehrt. Die Leute sind auf uns zugekommen und wir haben also ganz spontan mit so einer Schulklasse, kann man fast sagen. So eine halbe Mädchenklasse. Mit so einer halben Mädchenklasse, die dann mit uns getanzt haben. Also, und innerhalb von 20 Sekunden standen die da um uns herum und haben da voll mitgegroovt. Dass der Plan die Verkleidung liebt, wird bei ihrer jetzigen Tour überdeutlich. Denn da tritt das Trio gleich in drei Kostümen auf. Und wie immer fängt alles beim Kitsch an. Ja, Kitsch ist das, was du jetzt hier vor dir siehst.
Dann gibt es noch die Hombres Nihilisticos. Das sind ältere Herren aus Südamerika, die ein hartes Leben hinter sich haben und verbittert zurückblicken. Und das, als letztes kommt dann der Plan, wie man ihn kennt und vielleicht auch liebt. Achtung, der erste Hinweis auf unser Blind Date. Who are we? We come from Glasgow in Scotland. Möglich scheint alles, nichts ist unmöglich. Wir sind noch jung und es wird wieder nötig, anders zu sein.